Wir werden alles dagegen tun, dass eine weitere Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt stattfindet. Liebe Zuschauer, vom 12. bis 24. Juni ist die größte Übung der Luftstreitkräfte der NATO über Deutschland seit Bestehen des Bündnisses geplant. Zu dieser Übung werden 10.000 Soldaten aus 24 NATO-Nationen erwartet. In der Hauptsache wird diese Übung über dem Luftraum Ost stattfinden, von Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Sachsen, von der Ostsee bis zur Tschechischen Republik. Dieses Manöver provoziert Russland ein weiteres Mal und könnte zur Ausweitung des Krieges auf das NATO-Gebiet beitragen. Es erfolgt eine Sperrung des deutschen Luftraums für NATO-Jets, zivile Fluggäste haben das Nachsehen. Wartezeiten an Flughäfen sind die Folge. Um gegen dieses Manöver zu protestieren, habe ich einen Flyer herausgebracht, der bei mir in Aue im Bürgerbüro erhältlich ist oder auch zugesendet werden kann. Schicken Sie mir eine E-Mail an thomas.tietz@bundestag.de und ich werde gern diesen Flyer zuschicken. Wir werden alles dagegen tun, dass eine weitere Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt stattfindet. Und deswegen werden wir auch weiterhin auf die Straße gehen. Wir werden auf die Regierung einwirken, dass sie sich für Verhandlungen einsetzt. Und wir müssen zusammenstehen, damit es hier nicht zu einem ganz schlimmen Ereignis kommt. Das schlimmste Ereignis wäre, wenn dieser Krieg auch auf andere Regionen übergreift und zu einem Weltkrieg wird. Das wird die Menschheit nicht überleben. Doch ich bin optimistisch, dass es noch in diesem Jahr zu einer Verhandlungslösung kommt. Eine andere Lösung kann es nicht geben. Keiner dieser beiden Parteien kann den Krieg gewinnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.